Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus Südschweden, aus der Mitte von nirgendwo, aus meinem kleinen Bed and Breakfast. Und heute habe ich euch wieder mal was von Ninjago mitgebracht, wie ihr hier sehen könnt. Ein älteres Set, ich glaube ist irgendwie von 2012 oder so. Weiß jetzt gar nichts, steht hier sicher irgendwo drin. Oder auch nicht, es heißt auf jeden Fall Turbo Shredder. Zeige ich euch gleich wieso. Hier die Anleitung, aufgeteilt in zwei Heftchen. Das hier ist das eine. Hier ist Bauabschnitt 1. Und hier wohl Bauabschnitt 2. Das ist das zweite Heftchen. Nein, hier ist Bauabschnitt 3. Also gibt es, ich weiß gar nicht, es ist schon eine Weile her, wo ich das gebaut habe. Aber ich habe gedacht, ich stelle euch mal wieder was Älteres vor. Ist ja manchmal auch ganz cool, wieder mal was Altes zu sehen, wie damals die Sets waren. Ja, gibt drei Bauabschnitte insgesamt, so wie sie aussieht. Muss ich schauen, ob ich hier nur noch eine Jahreszahl finde. 2011 steht hier drauf. Im ersten Büchlein haben wir sind knapp 40 Seiten, 39. Und im zweiten ist man nach 31 Seiten fertig. Das hier die Anleitung, aufgeteilt in zwei Büchlein. Dann kommen wir zu den Minifiguren. Wir haben hier zwei Ninjas. Jetzt bin ich mit den Namen natürlich wieder. Ich habe keine Ahnung. Obwohl ich ja Ninjago mag, aber ich kann mir die Namen einfach nicht merken. Das ist der blaue Ninja. Das glaube ich nie, ja. Ich bin aber nicht sicher. Hier seht ihr noch den Kopf. Auf der Rückseite ist leider nichts. Und der schwarze Ninja. Ich weiß es leider nicht. Aber ihr werdet das sicher wissen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß leider nicht. Nehmt auch mal. Das Gesicht auch besser sieht. Und er hat hier was auf dem Rücken. Ah, das ist Cole. Er ist angeschrieben. Wie es hier drauf steht. Und dann haben wir noch einen Bösewicht, der hier dieses Gefährt fährt. Den nehme ich hier mal weg. Namen weiß ich leider auch nicht. Aber der sieht ganz cool aus. Also ein Skelett, gut bewaffnet. Ja, sowas geht immer. Also die Bösewichte bei Ninjago finde ich eh alle cool. Gibt ja viele verschiedene jetzt, neue auch Schlangen, also wieder Schlangen und andere Inselbewohner und alles Mögliche. Und diese Figuren sind eigentlich alle cool. Auch diese Skelette, die finde ich wirklich toll. Ja, ist halt mal was anderes, nichts Normales, halt, ist halt Ninjago. Und dann haben wir hier diesen Panzer oder diesen Turboschredder. Da kommen Flammen raus. Und ja, der sieht schon, das ist schon ein Riesenteil eigentlich. Sieht auch sehr gefährlich aus. Also, wenn der auf mich zugefahren käme, dann würde ich auch weggehen. Die Ninjas müssen aber dagegen kämpfen. Und das Coole an dem, wenn man mit dem so fährt, das hier bewegt sich auf und runter und schreddert dann. Im Prinzip alles, was ich mache, was dann in den Weg kommt. Sehen wir, wenn jetzt also ein Ninja im Weg ist, dann so kann der dahin da rüberfahren. Es ist recht cool gemacht, dieser Mechanismus, der da eben dann so dieses Auf und Ab macht. Und sowas macht auch Spaß. Also ich als Kind hätte, ich meine, ich habe auch jetzt Spaß daran. Aber als Kind hätte ich noch viel mehr Spaß daran gehabt. So einen coolen Teil. Und ja, ich finde, also eben, das ist schon recht ein massives Teil hier und sieht halt auch, ja, wie gesagt, ich finde, das sieht recht cool aus von vorne, auch von oben. Klar, von unten, da sieht man halt mal noch einen roten Pin und so, einen blauen Pin. Das müsste nicht unbedingt sein. Aber sonst ist das doch ein geiles Gefährt. Eben, man kann dann hier die
den Bösewicht reinstellen. Schauen wir noch, ob es da noch andere Funktionen hat, aber ich glaube nicht. Wie gesagt, ist schon eine Weile her, wo ich das zusammengebaut habe. Hier auch die Sets, die es damals auch noch gab. Wo ich auch diesen Tempel oder dieses Lernzentrum da habe. Also das hier, oder hier hinten das groß. Allerdings habe ich das auseinandergebaut und in meine, das Tor vor allem in meine Lego Ninjago-Welt eingebaut. Also, ich lasse die Sets auch nicht immer ganz, obwohl ich die eigentlich ganz gut finde, wenn sie eben ganz sind und komplett sind und nicht... Ja, hier steht dann nichts mehr von den anderen... Sache, die das Fahrzeug noch könnte. Aber wie gesagt, mir muss das eigentlich gar nicht können. Er ist einfach genial, finde ich. Eben der Bösewicht steht hier auch gut, kann das Lenkrad auch greifen, wenn er will. Ist, ja, da geht auch nichts kaputt, das kann man umtragen. Man kann da wirklich vorwärts, rückwärts fahren. Ich finde das ein cooles Set. Und ich finde, es sollte solche Sets viel mehr geben als immer so Helikopter und so Zeugs oder Flugzeuge, sowas finde ich viel geiler. Ehrlich. Könnte es auch bei Raum bei Space geben oder sonst irgendwo. Oder so eine Art, heißt das? Ja, so eine Welt halt, so eine Mad Max mäßig. Passt das doch auch super. Ist das so ein bisschen, ja, jetzt habe ich es irgendwie kaputt gemacht. Ne? Jetzt geht's. Würde das doch auch super reinpassen. Ja, ich finde das toll. Wie findet ihr dieses Set? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Eben ist von 2011, von Ninjago. Und ist der Turbo-Schredder. Ich meine, der Name passt auch, weil das hier, das schreddert alles, was da im Weg steht. Falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, gerne auch ein Abo da lassen, das würde mich sehr freuen. Und ja, schreibt mir gerne, was ihr vielleicht von Ninjago noch sehen möchtet. Ich habe da schon noch einige ältere Sets auch. Und ich müsste da wieder mal an meiner Ninjago-Welt weiterbauen. Ich weiß, habe das jetzt schon ein bisschen vernachlässigt, aber da muss man irgendwie auch Zeit dafür haben und auch irgendwie so die Inspiration, und die fehlt mir gerade ein bisschen. Also ich nehme an, da komme ich bald wieder mal dazu, werde das euch dann auch zeigen. Steine hätte ich genügend hier, aber ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig, was ich genau machen soll. Deshalb habe ich da nicht wirklich weitergemacht. Ja, in dem Sinn wünsche ich euch viel Spaß mit Ninjago, mit alten Ninjago-Sets, mit neuen Ninjago-Sets, mit allen anderen Lego-Sachen. Einfach, dass ihr Spaß habt, genießt die Zeit und bis dann.